Und zwar hier war das irgendwo. Nee, ich glaube noch eins weiter rechts. Muss mich mal gerade orientieren, aber hier irgendwo hat er so einen Hebel umgeschmissen. Und der Hebel macht, dass das da aufgeht. Da ist der Hebel. So. So. Hollowgrove 100%. Okay, dann Thornfeld Swamp. Bin uns noch drei. Insgesamt sind wir bei 99%. Die noch speichern, egal. Speichern wir hier. Ich glaube nicht, dass wir noch alles durchskillen können. Okay, 2% fehlen uns noch. Die Frage ist nur, wo? Da rechts ist noch so ein Ding. Achso, hier kommen wir aber gar nicht durch. Wir müssen erst ganz nach links. Nee, wir müssen. Oh Gott, wo kommen wir denn da durch? Wir müssen hier erst ganz nach links. Ach du Scheiße. Na gut. Auf. Split Flame rockt das ganz schön. Au. Boah, hat das Schaden gemacht. Achso, nee, hat gar nicht so viel Schaden gemacht. Ich dachte, ich wäre fast tot, aber nein, der Balken ist ja da noch fast voll. Jetzt, wo ich die Fans gesteigert habe. Ich nehme an, dass jetzt, wo ich die Fans gesteigert habe, ist es nämlich so viel Schaden, wie man normalerweise nehmen würde, wenn man nicht auf schwer spielt. So, jetzt sind wir schon in der Moongrotto. Da haben wir 100%. Achso, jetzt müssen wir ganz nach rechts durch wieder. Okay. So, gleich haben wir's. Lohnt sich's da nochmal durchzutauchen?
glaube, ich will noch mal gucken, sicherheitshalber. Nur ob ich hier irgend so eine Höhle irgendwo übersehen habe. Ich kann ja jetzt eben unbegrenzt Luft anhalten. Aber sieht eigentlich alles gut aus. Genau, und das hier fehlte mir noch. Ich glaube, hier war oben irgendwo eine Kerze, wo ich noch gerätselt habe, was das ist. War eigentlich irgendwo eine Kerze? Das war knapp. Immer noch 99%, aber den Sumpf haben wir jetzt durch. Ginzo Tree haben wir durch. Moongrotto haben wir durch. Sunken Glades haben wir durch. Hollow Grove haben wir durch. Ich glaube, wir sind fertig. Uns fehlt nur noch Mount Horu. Na dann. Zwölf, zwölf, 15, 15, 33, 33. Alles klar, 474 Tote. So, wo ist der nächste Teleporter? Hier erstmal nirgendwo. Ja, eine ganze Ecke weiter nach links. So, dann sind wir hier noch den Teleporter. Dann sind wir schon auf dem Weg zum Finale. Dann haben wir nämlich nochmal einen Kampf gegen den Endboss. Und ich hoffe, dass diesmal nicht ich wieder die Meldung kriege, dass ich zu wenig Arbeitsspeicher habe. Das war ganz schön kacke. Prozent. Was fehlt denn noch? Ach, da oben. Mapstone. Also müssen wir nochmal nach oben. Ey, ganz ehrlich.
Der Bosskampf wird bestimmt nochmal genauso schwer, wie er am Anfang war. Weil ich ihn ja das letzte Mal dann direkt im zweiten Versuch geschafft habe, ne? Achso, wir müssen noch höher. Also, vielleicht wird es halt dann auch ganz simpel, ne? So, wir müssen noch höher. Au! Da! Hatte ich ganz übersehen. So, und jetzt sind wir auch den zu 100% fertig. 100%! Tada! So, und ich würde sagen, dadurch, dass wir gerade bei Mount Horu sind, wir machen jetzt noch den Endboss. Beziehungsweise ich gebe auch den Keystone noch ab. Und dann sind wir durch. Aber das gehört jetzt noch dazu. Ja, wie auch immer man da jetzt hinkommt, das ist anscheinend der hier irgendwo links dran. Ah, hier. So kommt man da hin. Quatsch, ich hätte nach links gemusst. Ah, egal. Hier können wir nochmal speichern. Also so richtig. Moment. Oder wo war das Finale? Das war doch hier unten, oder? Man musste alles absenken und war, ist dann ganz nach ganz unten gegangen. Genau. Hier. Go, go. Wenn man sich so überlegt, habe ich ja jetzt einen großen Vorteil, ne? Ich habe einmal diesen Dash, den hatte ich vorher nicht. Ich habe mehr HP. Und ich habe jetzt Triple Jump.
Ja, man könnte sich jetzt aber auch überlegen, ob ich es wirklich durch habe. Wenn ich gar nicht alle Sachen geskillt habe. Ich würde sagen, ja. Leute, erster Versuch. Tja, hat er sich am Schluss geopfert. Um alles zu retten.
Ach man, ist das ein schönes Spiel. Ja, und ich kann mich nur wiederholen. Es ist, es gibt eigentlich nichts, was man an diesem Spiel aussetzen kann. Also wenn man Bock hat auf dieses Genre, dann ja. Ich glaube, so im Nachhinein hätte ich mir ein paar mehr Punkte gewünscht, um mich zu teleportieren. Du hast ein bisschen viel Backtracking so, wenn du dann den ganzen Kram einsammelst. Und man hätte mir gerne ein paar mehr Erfahrungspunkte geben können. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn ich wirklich alles finde, das auf 100% durchspiele und dann nicht genug Erfahrungspunkte habe, um mich auf den höchsten Level zu bringen. Also ich müsste jetzt quasi noch irgendwie Gegner grinden und darauf habe ich auf jeden Fall keine Lust. Aber das sind jetzt Kleinigkeiten, nach denen ich jetzt auch suche. Also mehr oder weniger fehlerfreies Spiel, unglaublich gut. Wie gesagt, ist halt natürlich was, wenn jetzt man keinen Bock auf dieses Genre hat, dann natürlich nicht. Oder wenn man jetzt den Stil nicht mag oder so. Aber das sind dann immer, ja, halt persönliche Vorlieben. Dem Spiel selber kann man da nichts vorwerfen. Und dafür, dass es halt so ein, ich sag mal halt Metroidvania ist, sind die Fähigkeiten alle relativ clever, ne? Also dieser Bash, was man dann quasi in der Luft machen kann, wenn man an einem Gegner oder an einem Projektil nah dran ist, dass man dann so eine Richtung, so ein Dash eben macht. Bash. Habe ich so noch nicht woanders gesehen. Und ja, auch dass man halt so dann später ganz frei an Wänden hoch und runter klettern kann. Oder ja, eigentlich schon relativ früh im Spiel, ne? Und dann so ein bisschen das Gefühl hat, okay, ich kann so frei an Wänden hoch und runter klettern. Was soll denn jetzt noch für eine Herausforderung kommen? Tja. Das war's. Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich jetzt als nächstes dann spielen werde. Ich mache mir so meine Gedanken. Ja, an die YouTube-Zuschauer auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen, wenn ihr alle Teile durchgestanden habt. Dann schreibt mal, wie ihr es fandet. Was man so verbessern könnte. So, das war's. Gucken, ob jetzt noch was kommt für 100%. Manchmal gibt es ja dann so unterschiedliche Cutscenes am Ende oder sowas. Weil bei Zelda war die Regel immer, wenn du es irgendwie durchspielst, ohne einmal gestorben worden zu sein. Dann kam vielleicht noch eine ganz kurze Sequenz am Schluss. Haben wir zumindest ein paar Mal gemacht. Ist bei Zelda übrigens auch gar nicht so schwierig. Einfach nicht speichern, wenn man gestorben ist und dann laden. Und Feen dabei. Nee, kommt nichts mehr. Gut. Dann war's das.